Stichwort Islam und Toleranz. Wie sollte ich als Muslim mit meinen nicht-muslimischen Mitschülern, Nachbarn oder im Allgemeinen Mitmenschen umgehen? Diese Frage lässt sich ganz einfach mit einem Koranvers beantworten, der wie folgt lautet: Allah verbietet euch nicht gegenüber denjenigen, die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu sein und sie gerecht zu behandeln. Gewiss, Allah liebt die Gerechten. Dieser Vers stellt Folgendes klar: Sobald dich deine Mitmenschen, unabhängig davon, welcher Religion sie angehören, gütig und respektvoll behandeln, so ist es verpflichtend für dich, ebenfalls mit Respekt, Güte und Gerechtigkeit zu überzeugen. Das heißt, man darf folglich mit ihnen Freundschaften schließen, sie beschenken, bei den alltäglichen Aufgaben des Lebens unterstützen, an ihren Beerdigungen teilnehmen und all das ausüben, was die Menschlichkeit in den Vordergrund rücken lässt. Denn der Islam vertritt keineswegs den Gedanken, dass die Muslime sich als eine Gemeinschaft isolieren und nur untereinander mit guten Taten überzeugen sollten. Nein. Vielmehr sollte jeder Muslim Barmherzigkeit und Güte ausstrahlen, in alle Richtungen, das heißt für alle Menschen. Nicht umsonst heißt es im Heiligen Koran bezüglich des Propheten Mohammeds: Der Friede und Segen sei mit dem Propheten und seiner Familie. Und wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt. Achte darauf, wie Gott der Erhabene in diesem Vers die Barmherzigkeit nicht nur im Zusammenhang mit den Muslimen erwähnt, sondern explizit den Begriff Weltenbewohner nutzt, was auf alle Menschen hindeutet. Von daher, auf ein gutes Miteinander statt gegeneinander. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Schenke diesem Video gerne ein Like, um uns zu unterstützen, und abonniere unseren Kanal für weitere Videos. Islamische Grüße und einen gesegneten Tag.